Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MechWarrior 5 Mercenaries Heroes of the Inner Sphere. Und wir haben das letzte Mal die Verschwörer Teil 2 in Aussicht gestellt bekommen. Hehe, gerade so nochmal die Kurve gekriegt. Teil 1 haben wir das letzte Mal gemacht und schauen wir uns doch mal an, worum es im Teil 2 geht. Commander, nachdem wir eine Reihe von Überlebenden des Angriffs verhört haben, haben wir die Identität des Möchtegerns-Vollstreckers erfahren. Die 8 Syrtis-Füsiliere, ein Teil der Privatarmee der Hasek-Familie. Leider ist es so, wie wir befürchtet haben. Herzog Hasek Davions Mitwirkung bei dem versuchten Anschlag auf Kandidat Owens ist nun gewiss. Und die Augen der Demokratie stehen der vereinigten Macht der Privatarmee der Hasek-Familie chancenlos gegenüber. Aber mit deiner Hilfe können wir sie vielleicht lange genug beschäftigen, damit sie nicht mehr in die bevorstehenden Wahlen einmischen. Während die Füsiliere noch ihre Wunden lecken, möchten wir, dass du einen Angriff auf die regionale Rüstkammer der Achten verübst. Ein erfolgreicher Angriff auf die Infrastruktur, die die Füsiliere unterstützt, sollte ihre Operation in der gesamten Region ausreichend stören, damit sie keinen weiteren Mordanschlag auf Kandidat Owens mehr verüben kann. Bei dieser Mission werden wir dich aber nicht unterstützen können. Dein Söldnerstatus gibt in den Augen der Demokratie genug Nachhalt, ihre Beteiligung zu leugnen, falls du scheitern solltest. Und Kandidat Owens sollte mit diesen Geschehnissen nicht in Verbindung gebracht werden. Viel Glück, Commander. Vielen lieben Dank. Wir möchten nach Monaghan, aber ich habe das letzte Mal nicht repariert. Das machen wir jetzt. Fliegen nach Monaghan und kümmern uns mal um die Füsiliere. Mal schauen, wie das wird. Ich bin sehr gespannt. So. Fliegen wir da in Ruhe hin. Aufträge, Kampagne. Wir kriegen nur 4 Verhandlungspunkte. Okay. Womit gehen wir rein? Ich glaube, ich hätte gerne den Black Knight, denn der hat einen ordentlichen Wumms. Das Katapult. Es hat uns in der letzten Mission nicht viel gebracht. Ich tausche es mal gegen den Charger aus. Haben wir noch den Thunderbolt und den Orion dabei. Ja, komm. Schwerer wird's nicht. 10 Tage ist okay. Und dann starten wir in die Mission. In der Hoffnung, dass wir hier ordentlich performen können. Ein Traum. Dann schauen wir mal, wenn sie uns hier rausgelassen hat, was wir uns erwartet. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems phenomenal natürlich, nicht phenomenal. This will be a raid against support installations for the 8th Syrtis Fusiliers, the group that attacked us on Kamal. Eyes on Democracy want us to disrupt their operations to discourage them from mounting another assassination attempt against Owens. I must warn you that we're attacking the Fusiliers on their home turf. So watch out. They will have substantial defenses. Okidoki. Dann müssen wir darauf aufpassen. Kein Problem. Wir gehen hier runter und die Map ist sehr, sehr zerklüftet. Das ist echt schwierig fürs Movement. Deswegen müssen wir hier hinten lang gehen, um dort in der Ecke die Basis anzugreifen, denn wir sind ja bei einer Zerstörungsmission. Because they are at the beck and call of the Hasek family, and it's really no surprise that a March Lord would be petty enough to use his own private army for a personal vendetta. Gut, wir sind gleich da. Man kann natürlich davon halten, was man will, seine eigene Privatarmee gegen die Bevölkerung zu benutzen, aber ich denke mal, so ist das, wenn man König oder Herrscher eines Reiches ist und jemand einem auf die Füße tritt, dann nimmt man halt einfach mal seine Armee und weg mit denen. Wen interessiert das schon? Außer die Bevölkerung, aber die haben ja eh keine Rechte. Nicht gut. Ups. Da haben wir einen Phoenix Hawk.
Okay. Den haben wir so gut wie raus. Perfekt. Dann stürzen wir uns jetzt auf den Vulcan. Hoppala, das war ein bisschen arg dolle verzogen. Okay, wir haben ein kleines Hitzeproblem. Den haben wir auch. Hier haben wir noch einen Vulcan. Den haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal eine gute Salve mitgegeben. Ja, wenn sie im Tor so verbaut sind, hat man nicht mehr ganz die gute Kontrolle. Na komm, treten wir drauf. Den Damage müssen wir mitnehmen. Und dann haben wir hier noch einen Javelin. Den haben wir gut eingeschenkt. Komme er her, junger Mann. Okay, Bein hat er verloren. Keine Waffen mehr. Tschö, mit Ö. Gut, ist er ausgestiegen. Hatte keine Lust mehr auf uns, kann ich verstehen. So. Dann gehen wir hier ein bisschen durch die Gebäude durch. Und zerstören sie. So, dann drehen wir uns und gehen direkt. Okay, die beiden haben wir raus. Da macht sich Fahad Sorgen oder Gedanken, wo der Gegner die krassen Waffen härte, nämlich unser Verbündeter war es ja tatsächlich, wo er die Ghost Rifles her hatte. Okay, den haben wir raus. Sehr, 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 sehr schön. Das läuft doch gut. Schauen wir mal, ob wir dieses Momentum mitnehmen können. Da kommt noch ein Locust. Direkt ein Bein. Na, geh weg. Okay, haben wir auch raus. So, wir haben schon ein bisschen Schaden am seitlichen Torso bekommen. Das ist nicht so der Traum, den man sich wünscht. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Die anderen Leute, ja, der Thunder, sind alle noch im gelben Bereich, also easy. Jetzt müssen wir hier irgendwie vorbeikommen, damit wir hier die Schlucht bespielen können. Da werden wir wahrscheinlich zwei Basen auf einmal triggern, was ein bisschen haarig werden könnte. Bin gespannt. Munition. Ne, ich hoffe, sie wird nicht eng. Aber da können wir nichts versprechen. So, dann haben wir hier gleich unser Ziel erreicht und hoffe, dass wir hier easy peasy die Leute raus snacken können und die Basis zerstören. Jungs, geht mal vor. Ich habe schon genug gelitten. Charger ist noch voll, Orion sieht noch ziemlich gut aus und der Thunderbolt. Hier, Thunder, bleib mal bei mir. Lass mal die anderen beiden vorgehen. Apropos vorgehen. Aua, PPC erwischt, na klar. Dann haben wir da eine Banshee. Target Banshee.
Dann nehmen wir doch mal die Banshee so schnell wie möglich raus, damit hier die PPK und sowas raus ist. Aua. Könnt ihr nicht mal jetzt jemanden anschießen, dammit. Shadowhawk. Heat critical. Okay, die AK-5 ist raus. Haben wir. Perfekt. Was haben wir dann? Hier noch ein Centurion. Alle auf den Centurion drauf. Die Gebäude können wir auch zerstören, wenn alle Max weg sind. Und was haben wir hier noch? Ein Jenner. So, der hat nicht viel Spaß. Haben wir raus. Ubi. Das war ein wenig zu viel des Gutens. Des Gutens. Des Guten. Und einen Vulkan haben wir auch noch. Mein Gott, wo holen die ganzen Mechs her? Ich kühle mich ein bisschen ab und versuche keine Aggro zu kriegen, weil Aggro bedeutet immer Schaden. Okay. Jungs, könntet ihr mal bitte... Danke. Außerdem müsste ich auch ein bisschen Munition sparen. Da hinten kommen nämlich schon Igors. Ja, Jungs, ihr macht das. Der ist gleich raus. Das ist gut. Hat schon ein Bein verloren. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, hier, die Basis haben wir eigentlich auch schon leer geräumt. Dadurch, dass die Max hier schon rübergelaufen kam. Gut, das haben wir gut gelöst. Bisschen Schaden haben wir tatsächlich genommen, allerdings bis jetzt nur Panzerungsschaden, was natürlich angenehm ist, weil dann haben wir keine Komponenten verloren. So, das haben wir auch und jetzt müssen wir zur nächsten Basis. Und ja, dann gehen wir hier aus dem Kessel wieder raus und direkt nach hinten. Polyam, Michaels und Tillman, der Charger. Der Charger geht jetzt als nächstes vor. Kann ja nicht angehen. Oh, gut, dass wir uns mal rumdrehen. Amber, easy. So. Gut, immer schön aufs Radar achten, damit man auch Feinde von hinten kommen sieht. Ansonsten könnte es ärgerlich werden. Denn los geht's, ganz geschmeidig hier den Berg hinauf und schauen, was am Ende des Berges wartet. Vielleicht ein Fluss, aber das bezweifle ich in dem Fall. Wie komme ich auf Fluss? Naja, egal. Wahrscheinlich durch den blöden Witz am Ende des Ganges. Sind die Toiletten? Nee, im indischen Restaurant sind die Toiletten am Ende des Ganges. So. Ja, Konzentrationos. F4. Geh mal hier vor, junger Mann. Entschuldigung, Frau. Wollen hier ja auch niemanden auf den Schlips treten. Obwohl, hat sie überhaupt jemals einen Schlips an? I don't know. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die gute Frau wird sich hier schon drum kümmern. Komm. Charger, geh vor, wir folgen dir unauffällig. Stampf, 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 stampf. Ein Traum. Jetzt sind wir nicht mehr die Ersten, sprich im besten Fall kriegen wir auch nicht als Erstes auf die Nuss. Denn wir haben zwar noch ein bisschen Panzerung, aber so viel ist das nicht. So. In position, Commander. Threat removed. Eliminating target.
Sehr gut. Dann auf den Rifleman bitte. Rifleman macht einfach sehr viel Schaden, deswegen Fokus. Sehr geil. Hunchback. Ähnliche Spielchen, macht extrem viel Schaden, sollte direkt rausgehen. Gerade der Seittorso. Der andere, meine ich. Und wenn du hier schon mal in der Nähe bist, können wir dir auch was mitgeben. Und dann war das hier ein Double Kill. Nice, Jungs. Ja, dann hier noch das eine Ding zerstören und dann sind wir durch. Na. Nice. Ja, ne, das sehe ich genauso. Ab durch die Mitte hier an der Stelle, da kommen schon die ersten Flieger wieder. Ammo low. Das ist kein Problem, wir haben die Mission erfolgreich beendet. Da kommt auch schon unser Dropship. Und dann, ja, bewegen wir uns hier irgendwie runter. Kleiner Weg ist ja vorhanden. Zumindest indiziert das die Karte und das stimmt natürlich auch. Ein Traum. Einpacken und hoch mit uns. Mehr Schaden muss nicht sein auf unserer Panzerung. War so perfekt. Hat gut funktioniert mit dem Black Knight. Der hat halt aber auch einfach einen unfassbaren Punch. Ich glaube, das ist, was Punch betrifft, unser stärkster Mech momentan. Der ist einfach unfassbar gut. Und klar, er wird auch warm, aber keine Ahnung. Vorher können wir 3-4 Mal alle Waffen abschießen, das ist schon sehr, sehr stark. Komm, die AK-10 Burstfire brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen hier die besseren Laser. 1500 Schaden, wobei der Thunderbolt auch richtig gut dabei war. Der Orion überraschenderweise auch. Schlecht. Gut, die Verschwörer Teil 3. Commander, ich kann dir nicht genug für deine Unterstützung in dieser Angelegenheit danken. Leider scheinen die Fusiliere aber nicht aufzugeben, während sich die Achte nach New Syrtis zurückgezogen hat, um sich neu zu gruppieren und Vorräte aufzustocken, hat uns der Geheimdienst informiert, dass weitere Regimenter der Fusiliere in der Region gelandet sind. Da die Wahl näher rückt, wird ein weiteres Mordattentat immer wahrscheinlicher und was noch schlimmer ist, ist, dass der nächste Besuch auf der Wahlkampagne von Kandidat Owens in der Nähe einer Militärbasis ist, die von den Einheiten der 5. Syrtis Fusiliere besetzt ist. Wir sind besorgt, dass sie vielleicht einen weiteren Angriffsversuch auf Owens Leben starten werden. Die Wahl ist schon bald, um sich noch in Selbstgefälligkeit zu wiegen. Die Augen der Demokratie möchten, dass du diese Garnison angreifst und sicherstellst, dass die Fusilierstandorte in der Nähe des Kampagnenaufenthaltsort keine Bedrohung darstellen können. Enttäusche uns bitte nicht, Commander. Ja, wenn ihr so nett fragt, kann ich da nicht Nein sagen. Deswegen Black Knight reparieren, Thunderbolt reparieren, alle reparieren. Wie haben wir eigentlich unseren Rifleman? Mit schweren Geschützen haben wir den ausgerüstet. Ja, cool. Warum nicht? Der läuft bestimmt sehr, sehr warm. Lass mich hier mal noch reinschauen. Doppelte Wärmetauscher sind drin. Ansonsten sieht der Mech eigentlich ziemlich nice aus. Okay. Dann, wo müssen wir hin? Habe ich das jetzt angenommen? Wir müssen nach Bethel. Dann ab nach Bethel. 15 Tage. Thunderbolt wurde schon repariert. Orion und Black Knight noch nicht. Gut, dann schauen wir mal, was auf uns dort wartet. Mein Gott. Da, die Verschwörung Teil 3. Wir können nicht riskieren, dass die Fusiliere einen weiteren Angriff auf Kandidat Owens verüben. Wir müssen einen Präventivschlag gegen ihre Garnison in der Nähe durchführen, um Kandidat Owens zu schützen. Okidoki, so tun wir dies. Annehmen. The nasty weather means your visibility will be limited out there and have adverse effects on your sensors. Okay. Tja, ne, was machen wir denn? Black Knight, Thunderbolt, Orion. Ich bleib bei dem Black Knight.
gerade bei solchen Missionen, die doch etwas schwerer sind, brauche ich einfach den Punch. Ich würde gerne bei den Charger testen, den Thunderbolt, der Wismar, der ist sehr, sehr gut, aber meiner Meinung nach doch nicht ganz so gut wie der Black Knight. Einfach weil der Black Knight noch ein bisschen mehr Range hat durch die großen Laser und der Orion ist halt, ein Orion. Ein solider Mech, aber nichts zu krass. This will be an assault against a regional military base manned by the Certis Fusiliers. Preemptively attacking this FRB ensures that the Fusiliers won't be able to mount an attack against Casper Owens during his nearby campaign stop. Watch your back, Commander. This one's not going to be easy. Das hast du auch schon bei der letzten Mission gesagt und da hattest du leider recht. Mein Gott, könnte jemand mal diese LSR-Träger rausnehmen? Goddammit. Okay. Fahrzeuge haben wir. Dann gehen wir hier weiter in der Hoffnung, dass uns nicht mehr allzu viel begegnet, bis wir dort bei der Basis sind. So, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir mal wieder Loot finden würden. It's a little more complicated than that, Commander. Local democracy in the Federated Suns is a luxury granted by the various dukes and barons that administer the systems, not a basic right like it is in the Free Worlds League. Though a majority of Federation worlds allow regional democracies to govern themselves, the Federated Suns is still, at its heart, a constitutional aristocracy. So, hereditary rulers can still attempt to further consolidate their own personal power over their subjects, if allowed to. Right. Which means? The Eyes of Democracy appear to be fighting against a power grab from Duke Hasek Davion. If the Duke puts his own puppet candidate in this Trade Federation position, there's no guarantee he'll ever give that power back to the people once he has it. Der böse Herr Davion. Zah. Gut, den haben wir. Und einen Cyclops. Easy. Jungs? Ihr kümmert euch um den Cyclops, haben wir gesagt, ne? Dann kann ich mich um andere Dinge kümmern. Okay. Ja. Und da ist auch schon so ein anderer. Wenn er sich nicht so drehen würde, könnte man... Komm, wir gehen auf die Beine. Obwohl... Okay. Da hat er uns den Rücken gezeigt, das nehmen wir doch dankend an. Dann haben wir den. Okay, den Cyclops, selbst wenn wir die Rechte hätten, könnten wir ihn nicht salvagen, denn er ging kritisch. No! Na gut, momentan keine Gefahrenverzug. Raus mit ihm. So, Basis zerstören. Dann wollen wir das doch mal tun. Dabei können wir die Zeit nutzen, runterzukühlen. Und Munition zu sparen. Wenn uns die Jungs nicht in den Rücken schießen. Aua. Kümmert euch mal um den Shadow. Während ich mich hier ein bisschen um unser Primärziel kümmere, könnt ihr... So. Eigentlich gehen die mit einem Schuss raus, aber... Mein Gott.
Das haben wir. Das haben wir. Ja, das schafft er schon, Jungs. So. Er ist nicht so nicht so glücklich darüber, was wir hier tun, aber warum hat er sich auch mit uns angelegt, ne? Okay, meine Jungs brauchen Hilfe. Dann sollten wir ihnen diese Hilfe auch zugestehen. Denn aus irgendeinem Grund werden drei Max nicht mit einem Shadowhawk fertig. So, haben wir hier ein bisschen aufgeräumt, Jungs, und jetzt könnt ihr mir mithelfen, die Basis zu zerstören. Ja, es ist aber auch schon lustig, ne? Wir beauftragen Söldner, damit der um den Kandidaten zu schützen, und mähen hier Leute nieder, nur damit er nicht damit in Verbindung steht und somit der Duke oder ja der vom Hause Davion nicht das Recht dazu hat, ihn einzukreisen, beziehungsweise halt zu sagen, ey, du verstößt hier gegen Dinge. Du kannst kein Kandidat sein. Finde ich auch irgendwie etwas scheinheilig. Ich meine, auf der anderen Seite. Schrei hier nicht so gut. Bloß weil wir hier ein paar Tanks zerstört haben. Auf der anderen Seite. Wir sind Söldner. Also. Wen interessiert's? So, 5%. Kommt noch ein Landungsschiff. Und das sehe ich absolut genauso. Keinen weiteren Schaden bekommen. Diesmal hat es den Charger ein bisschen erwischt. Deswegen ziehen wir den dann noch ein bisschen raus, damit er nicht noch irgendwelche unnötigen Sachen verliert. Und dann gehen wir hier raus. Supi-dupi. Ja, das gefällt uns. Perfekto. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Könnte sich ja fast mal lohnen, wieder in den Industriehub zu schauen, oder nicht? Nee, aber unser Loot ist diesmal sehr, sehr durchschnittlich. Charger hat diesmal gut Schaden gemacht, hat dafür auch ein bisschen was bekommen, aber die Ärmchen sind nicht so schlimm, denn da sitzen keine Waffen drin. Wir haben 13 Millionen. Hier in dem Hub gibt es nichts Interessantes, deswegen fliegen wir da auch nicht hin. Aber wir können uns mal anschauen, was der Teil 4 der Verschwörung bringt. Commander, die Wahl steht vor der Tür. Also es ist die letzte Chance für Hasek Davion, Kandidat Owens, zum Schweigen zu bringen. Agenten der Augen der Demokratie haben herausgefunden, dass Herzog Anton Vitios die Füsiliere anführt, um ein Attentat auf Kandidat Owens im Namen seines Lords, Herzog Hasek Davion, auszuüben. Wir konnten den Standort von Herzog Vitios in einer entfernten Anlage, hoch oben in der Bergregion von Novaya Zemlya, ausfindig machen. Aber wenn wir diese Schlange den Kopf abschlagen können, können wir den Versuch der Füsiliere gegen Kandidat Owens Leben ein für alle Mal beenden. Da diese Mission so wichtig ist, werde ich und meine Streitkräfte dich auf das Schlachtfeld begleiten, wo wir einen zweiseitigen Angriff auf die Operationsbasis von Herzog Vitios durchführen werden. Es ist zwar riskant, aber wenn wir sie in die Enge treiben können, können sie nicht mehr flüchten. Meine Streitkräfte werden von Norden angreifen, während du dich vom Süden her über die Hauptstraße auf die Basis vorrückst. Stelle sicher, dass niemand entkommen kann. Sei gewarnt, der südliche Pass zur Basis von Vitios führt, kann aufgrund der großen Sichtweite über den Abgrund tückisch sein. Wir raten dir, Battlemates mit hoher Reichweite auf diese Mission mitzunehmen. Wenn wir hier erfolgreich sein sollten, werden die Augen der Demokratie sicherstellen, dass du die entsprechenden Belohnungen für deine Dienste erhältst. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder, Commander. Okay,
Wir sollen Langstrecken-Macs mitnehmen. Das kriegen wir doch hin. Wo vor allen Dingen sollen wir hin? Verschwörung Teil 4. System ansehen. Oh, wir müssen raus aus dieser Zone. Na, dann machen wir das. Auf nach Novaya Zemlya. Woher kenne ich diesen Namen sonst noch? Aus dem Nil? Klar, irgendwas Slav, also russisches Slav, Novaya, oder ist das gar Ukraine? I'm not sure. Woher kennt man Novaya Zemlya? Irgendwas ist da mal passiert. Aber mein Hirn lässt mich gerade im Stich zu diesem geschichtlichen Detail. Folgendes. Long Range, Katapult. Was bietet sich mehr an als ein Katapult? Dann Rifleman. Warhammer, ne, vielleicht. Black Knight. Black Knight ist immer eine gute Wahl in der Stelle. Ja, und dann nehme ich noch den Warhammer mit. Und dann sind wir genau bei 270 Tonnen. Der hat leichte Geschütze, die über die Entfernung gehen, die schweren Geschütze über Entfernung. Und hier noch ein paar Chemlaser. Das ist unsere Verteidigung, wenn doch mal was nahe kommt. Ja, und dann gehen wir in den Kampf rein. Hoppala. So. Gönnen wir uns. Incoming communique from Vaughn, Commander. Nice to have you with us again, Commander. Eyes on Democracy's intel places Count Vidios in a remote facility in the mountains up ahead. My squadron will move in from the north onto the base, while you approach from the south. Together, we can box Count Vidios in. The Count is the primary target, so ensure that he does not escape. Let's get a move on, Commander. Vaughn is counting on us. What drives a man like Count Vitios to attempt to kill fellow countrymen? It's well known that Vitios is a close ally of Duke Hasogdavian. Doing the Duke's dirty work is a surefire way to gain the Duke's favor and raise his own standings within the political world of the Davion court. Fusilier forces spotted on the ridge. Moving, Commander, and take out those hostiles. So, wir nehmen jetzt hier den Blackjack raus. Aua, aua, aua. Okay, den haben wir. Und jetzt das Trebuchet. Oh, ein Rifleman. Oder sowas. Jägermech, Rifleman. Eins von den beiden. Willst du mich eigentlich verarschen, Jägermech? Okay, explodiert sogar. So, dann kümmern wir uns hier noch um das Trebuchet. Kümmert ihr euch mal um den Archer? Okay. So, dann folgt mir mal, Jungs. Das hat doch ganz gut funktioniert, auch wenn ich mich hier gerade ein bisschen konzentriert habe, weil es ja doch darum geht, dass wir möglichst wenig Schaden bekommen. Ich hoffe, der Black Knight fängt sich und bleibt da nicht irgendwie stehen. Schauen wir mal. So, er kann auf jeden Fall nicht mit seinen LSR-20 schießen, wobei ein Archer da natürlich auch ein mega nices Upgrade. Aber gut, da haben wir auch zu wenig Rechte für. So, da ist er raus. Tja, ich frage mich, was der junge Mann da macht, der Black Knight.
Mr. Polyam. Ah, na klar. So lasse er sich in den Graben fallen. Uiuiui, man sollte auch hingucken, wo man, was man tut. So, ihr folgt mir bitte alle. Okay, da war die KI etwas verwirrt. Naja. Sie findet hoffentlich ihren Weg wieder aus der Schlucht raus. Bisschen Schaden auf die Beine hat es dafür gegeben. So, dann schauen wir mal, was hier noch so auf uns zukommt. Sieht ja nach einer schönen Ridge aus, von der man kämpfen kann. Wir haben noch 1250 Schuss. Ich bin gerade nicht so sicher, wie viel das ist. Ob das reicht. Da sind. Da drüben stehen auf jeden Fall einige. Jungs, könntet ihr euch darum kümmern? Dafür bin ich gerade nicht so talentiert. Ich würde gerne den Warhammer raushaben. Denn der hat PPC. Das sind, glaube ich, gerade die einzigen Waffen, die uns gefährlich werden können. Außer, abgesehen von den Vitos. Die sind da oben alle aufgereiht stehen. Süß. Okay, kriegen wir die raus. Unsere Raketen gehen rasant runter jedenfalls. Mein Gott. Jungs, ihr könntet auch einfach mal was tun. So, ich habe noch 890 Schuss. Herrgott nochmal. Was ist denn hier los? So, dann kümmern wir uns um den Jägermech mit seinen AK-2s. Cool wäre natürlich jetzt bei so einer Mission, wenn man dann einfach sagen könnte, ja cool, ich habe keine Munition mehr in meinem Mech, ich wechsle mal. Aber ich vermute mal stark, oder ich weiß es sogar, dass man ja keine Mechs wechseln kann. Deswegen, wenn die 600 Schuss alle sind, haben wir ein Problem. Weil dann hat man nicht genug Munition mehr. So, den Blackjack noch. Dafür sollte die Munition auf jeden Fall noch reichen und dann hoffe ich, dass wir dem Rest, was wir haben, den Rest der Mission schaffen. Jungs? Wenn du jetzt noch treffen würdest, mein Junge, dann wäre ich richtig stolz auf dich. Ja, fast. Na komm, ich gebe dir noch einen Schuss. Danke. Gut, 440 Schuss haben wir noch. Dann auf zur Basis, um unseren Duke, Herzog,
ich glaube Duke ist Herzog, wieder zu beschützen bzw. ranzuholen, damit er keinen Blödsinn macht. Der Warhammer. Jeopardizing a lawful election for Trade Federation President. You are hereby ordered to stand down. Give up your assassination plans, and we might just take you in instead of destroying you. This is your final warning. Assassination plans? They think we're the ones plotting to kill a candidate. Something's not adding up here. I have a feeling we're being played here, Commander. Vaughn has been setting us up from the start. Don't shoot. We are standing down. We believe we have been set up by our employers. A shame you didn't have the decency to die on us, but no matter. I just want to thank you for taking out those security forces for me. Owens is wide open now. Contact North Ridge! Unidentified biomech force approaching the facility. Defend the candidate at all costs! Fusilier forces, we are moving to assist. Please, do not fire upon us. Affirmative. Stand by to receive IFF code. But make no mistake, when this is over, you are to shut down and surrender to us until we can sort this whole mess out. I think that's the best we can hope for, given the circumstances. Defend that facility, Commander. This will go down much better for us if we can successfully defend Owens from Vaughn's forces. New target. Your mercenary souls are all the same. You take your payment and throw us to us. Now the real target. And Owens' head is in our grasp. That just leaves you as the only losing. There's Vaughn. All right, Commander. Let's show him that nobody makes a patsy out of us. Even if you kill me, the Fed rats won't let you leave after what you've done to them. You will die here today, mercenary. Okay. Ja. Verrat an unser, an uns. Das ist natürlich nicht cool. Und deswegen müssen wir hier ein bisschen ja, Einhalt gebieten. Okay, den haben wir. Irgendwo hier rennt noch was rum. Wir haben jetzt natürlich gerade nicht den perfekten Mech für die Aufgabe. Ich meine, klar, uns wurde gesagt, wir sollen einen Fernkampf mitnehmen, aber unser Fernkampf ist so gut wie alle. Und die restlichen Waffen, die wir hier haben, sind jetzt nicht so überragend von der Durchschlagskraft her. Ich meine, gut, wir haben sie immerhin. Könnte jemand bitte die Gauss Rifles rausnehmen? Ich wäre äußerst verbunden. Am besten ganz lassen, aber tja, wir haben eh nicht genug Rechte, um das ganze Zeug mitzunehmen. Gut, das eine Bein ist schon weg. Sehr gut. So, die Vitos habe ich immerhin rausgekriegt. So, der ist auch raus. Und jetzt haben wir hier noch so ein paar kleine, die alles zerlegen. So, den haben wir auch. Und dann haben wir da hinten noch einen Warhammer. Okay. Mit TPKs tatsächlich. Aber ein paar Raketen haben wir noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir hier nur noch draufhalten. Gut. I've sent a declaration of surrender to the Davion authorities, letting them know what has transpired.
We'll have to do some talks, but we should be cleared of any wrongdoing once the evidence has been presented. Just to be sure though, let's pick up Vaughn's mech in case our efforts are not rewarded. Okay, wir kriegen den Rifleman mit Gauss. Nice. Wenn denn was von den Gauss Rifles über ist, aber ansonsten, nice. Ordentlichen Rifleman. Was hat ein, nee, nicht Rifle. Ist sogar ein Jägermech, glaube. Ja, müsste sogar ein Jägermech sein. So. Ein Raven. Können wir leider alles nicht mitnehmen. Ja, eine Gauss, wir können sie nicht mitnehmen zum Kotzen. Okay, das lassen wir da. Dafür nehmen wir den Laser mit. Wir könnten einmal Munition mitnehmen. Das wäre natürlich nice. Müssen wir sie uns nicht kaufen. Fast 2000 Schaden gemacht. So. DNA. Nice. Commander, das Ministerium für Information, Nachrichtendienste und Operationen hat den Auftrag, die Aussagen der Crew und die Übertragung, die an dich und diese sogenannten Sylvan Wong weitergeleitet wurden, geprüft. Nach sorgfältiger Prüfung aller Informationen hat das MIIO dich und deine Söldnergruppe von allen Anklagen freigesprochen. Ich bin hier, um die Angelegenheiten mit dir zu besprechen. Der Mann, den du als Sylvan Wong kanntest, war ein Geist. Das MIIO hat keinerlei Informationen über ihn oder seine Motive, bevor deine Techniker seine Leiche aus dem Cockpit seines Mechs geholt haben und uns übergeben haben. Und die Information, die er dir über die Kandidatur Owens gegeben hat, war irreführend, um es milde auszudrücken. Es ist zwar wahr und im Kapellamarsch bekannt, dass Caspar Owens ein erklärter Kritiker von Herzog Hasek Davion ist, aber was dir Vaughn verschwiegen hat, ist, dass Owens auch ein überzeugter internationaler Handelsgeier ist, der hohe Tarife auf interstellare Importe von der Konföderation Capella als sein Hauptwahlversprechen hat. Unsere Theorie ist, dass Haus Leo darüber nicht recht erfreut ist und Maskirovka-Agenten eingesetzt hat, um Owens zu töten. Als sich beim ersten Anschlag auf Owens herausstellte, dass die Sirtis-Fusiliere die Kandidaten bewachen, zu schwierig für sie waren, haben sie dich angeheuert, um sie zu beschützen und die Fusiliere abzulenken, damit sie eine zweite Möglichkeit haben, Owens Leben zu beenden. Obwohl deine Handlung gegen die Sirtis-Fusiliere Vaughn die beste Gelegenheit gegeben haben, seine Mission zu Ende zu bringen, wäre Owens heute wohl nicht hier ohne deine Intervention auf Novaya Zemlya für die Verteidigung von Owens und die Zerstörung des Angriffsteams von Vaughn. Dank deiner spontanen Unterstützung für den Schutz von Owens Leben haben die SKVS und das MIO entschieden, alle gegen dich erhobenen Anklagen fallen zu lassen und die Auszahlungs- und Bergungsrechte deines SPK-Vertrags einzuhalten. Ein dankbar gewählter Präsident Owens möchte sich für deine Großzügigkeit in dieser Angelegenheit bedanken. Ich würde dir allerdings raten, in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein, mit wem sich deine Söldnergruppe einlässt. Die SKVS und das MIO werden nicht mehr so nachsichtig sein, wenn du nochmal bei so einer Nummer erwischt wirst. Nimm nun die C-Noten und deinen Schrott und sieh zu, dass du aus meinem System verschwindest. Und da ist der Rifleman. Nice'n Stein, I take it. Cool, da ist er. Hat sogar beide Gauss noch drin. Cool. Und damit fliegen wir nach Belladonna, um ein paar Reparaturen vorzunehmen. Oh, damit wir in der nächsten Folge frisch reinstarten können. Beziehungsweise, ja doch. Machen wir so. Genau, ich werde den Rifleman erstmal so lassen, wie er ist. Um zu schauen, wie er performt. Wir reparieren hier was. Er bekommt noch ein paar bessere M-Laser. Es wäre natürlich cooler gewesen, wenn wir bessere Gauss-Rifles hier eingebaut hätten. Aber das war uns nicht vergönnt. Die Munition kommt in die Beine, nicht in die Arme. Und der Wärmetauscher kommt ins Herz. So, können wir, komm, wir geben ihm dafür sogar noch, ja, doppelten Wärmetauscher wird er nicht gebrauchen können. Wie viel Panzerung können wir hier noch draufpacken? Viel. Okay, ich denke, es geht auch so. Und Arbeit beginnen. Sure. 3 Millionen. Uff. Den Rest reparieren wir. Okay, schauen nochmal auf die Sternenkarte. Gibt es irgendwo was Spannendes? Oh ja, ein Mana-Sass gibt es noch in den Hero-Mag. Das schauen wir uns noch an. Und dann
Ja, war's das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung da lasst. Wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es hier wieder heißt, eine neue Folge MacWarrior. Und hier gibt es einen Urban Mac, der ist für uns nicht wirklich interessant. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.